Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder in meinem Outdoor-Office. Vielen lieben Dank fürs Anklicken. Ich bin euer Anton und jetzt geht's gleich los mit dem zweiten Theorieteil zu Sondo, die perfekte Gesundheit. Ich hoffe, im ersten Teil hat es euch schon sehr gefallen. Ich habe auch viele positive Rückmerkungen bekommen, einige kritische. Ich habe gehört, dass ich jetzt ein Talking Head Motiv bin und dass ich mich da doch weniger Luft über meinem Kopf bitte haben soll. Andere haben gesagt, bitte, dass man mehr noch meine Hände sieht, weil ich auch versuche immer schön alles ein bisschen zu erklären mit den Händen, wie das aussieht. Und wir sagen ja 80% unseres Ausdrucks von dem, was wir sagen wollen, mit dem Körper, mit der Mimik, die bei mir zwar ein bisschen verkniffen ist, wie wir schon gesagt haben, wegen der besonderen Situation, in der ich hier filme. Aber dass man halt auch Gestik und Mimik so erkennen kann. Hoffe, bin ich jetzt besser im Bild. Ansonsten vielen lieben Dank für diese Kommentare. Vielen lieben Dank auch für die positiven Zusprüche und dass ihr euch sowieso schon lange damit beschäftigen wolltet. Das ist natürlich für mich, es ist das Wasser auf die Mühlen, die mich antreiben. Und ja, deswegen möchte ich jetzt sofort starten, gleich wieder, mit einem kleinen Rückblick. So, was bisher geschah. Was war, weil es geht ja auch um Didaktik. Wenn man das einmal hört, dann geht das eigentlich oft hier rein und hier raus. Und um das ein bisschen zu verfestigen und zu verinnerlichen, ist die Wiederholung ja ein probates Mittel. Und beim letzten Mal sind wir darauf gekommen, dass wir in einem Wahnsinnssystem leben. Und zwar haben wir den Kapitalismus ein bisschen analysiert und herausgefunden, dass es ein in sich geschlossenes, höchst logisches System ist, was man auch mathematisch super analysieren kann, was aber nichts mit der Realität zu tun hat, weil es von Robotern ausgeht, anstatt von Menschen. Und weil es halt nichts mit der Realität zu tun hat und in sich geschlossen ist, kann man das als ein Wahnsystem benennen. Und das Problem in diesem Wahnsystem ist ja, dass das Auswirkungen hat nach außen und die sind negativer Art. Und da hatten wir über den Verdrängungseffekt, den Sigmund Freud erkannt hat, gesprochen. Und bei der Verdrängung, da geht es darum, dass wir Energien in uns haben, die Libido, die Liebesenergie, die nach außen strömen will, aber äußere Normen, Regeln verhindern, dass unsere Energie strömt. Deswegen zweigen wir unsere eigene innere Energie ab, um uns selbst zu beherrschen und haben im Endeffekt weniger eigene innere Energie und haben uns selbst beherrscht und verformen so ein bisschen unseren Charakter, um ein nützliches Mitglied unserer Gesellschaft zu werden. Und wir vergessen mittlerweile, welche Norm oder welche Autorität das überhaupt war, zu der wir Kontakt haben wollten, so die Liebe zu unseren Eltern, zu unseren Lehrern und Meistern. Und warum wir jetzt diese Selbstbeherrschung eingebaut haben. Und selbst wenn wir diese Selbstbeherrschung gar nicht mehr nötig ist, kostet die uns weiterhin Energie. Und deswegen ist das wie bei einem Stausee. So am Anfang tröpfelt es ein bisschen. Dann nach ein paar Tagen haben wir vielleicht eine Pfütze, die sich aufgestaut hat vor der Barriere, die wir extra aufgebaut haben. Nach ein paar Monaten ist es vielleicht ein kleiner Tümpel. Nach ein paar Jahren ist es vielleicht schon ein großer See. Und nach Jahrzehnten ist es vielleicht schon ein riesen Stausee. Und dort können dann kleinste Einflüsse halt dann dazu führen, dass der ganze Damm bricht und unsere ganze aufgestaute Energie sich in einer Richtung entlädt, die nicht unserem ursprünglichen Begehr, unserer ursprünglichen Erregung folgt, sondern die halt destruktiv ist für uns und unsere Umgebung. Und dieses Prinzip der Verdrängung haben Josef Breuer, also jetzt steigen wir schon ein, jetzt machen wir so ein bisschen Geschichte. Josef Breuer und Sigmund Freud haben 1897 ein Buch geschrieben, das hieß Studien über Hysterie, weil damals, da gab es so ganz viele Menschen, die waren krank, die hatten, aber konnte sich keinen Arzt erklären, woran das liegt. Und weil hysterische Menschen, das ist ja eine Geisteskrankheit und es gibt halt keinen Erreger, kein Virus, kein Bakterium, es gibt keine körperlichen Beeinträchtigungen, wo man jetzt sagen kann, okay, da ist irgendwas gebrochen, dann heilen wir das mal, dann ist das weg. Das war halt völlig
unfassbare Krankheit. Sie konnten sie nicht begreifen, woran es denn gelegen hat. Und aber die Menschen, die haben ganz klar gelitten. Die haben sowohl seelisch darunter gelitten, als auch körperlich darunter gelitten. Und es war halt ein großes Mysterium. Man wusste nicht, wie man diese Menschen behandeln sollte. Und Sigmund Freud und Josef Breuer, die waren damals Ärzte gewesen. Und die sind dann zu einem Lehrgang gegangen nach Frankreich zu Charcot. Und dort haben sie eine Weiterbildung gemacht, und zwar in Hypnosetherapie. Und haben dann dort gelernt, die Hypnose von dem Charcot. Und das ist, wenn den vielleicht viele noch nicht gehört haben, der ist mit in der Tradition von Franz Anton Mesmer, dem Mesmerismus, was eine sehr große Energieheilungsbewegung gewesen ist, wo ich jetzt auch nicht Experte bin, aber wo ich mich früher oder später auch noch mit beschäftigen werde, weil ich denke, dass der Mesmerismus sehr, sehr viele Schnittstellen haben wird mit dem, was ich euch ja gerne ans Herz legen möchte. Und was ja von dem Professor Senf, wo ja diese Theorieteile hier größtenteils stammen, und von meinem Professor Quang Tai Jung, von dem die Praxisteile größtenteils stammen, und dann aber auch immer wieder die Theorie, die fernöstliche Philosophie mit einfließt in dieses ganze Gebilde. Und beim Charcot ist halt die Hypnose ist als eine der Energieheilungsformen des Mesmerismus, der total verpönt und bekämpft wurde von der herrschenden Lehrmeinung, also der Meinung der Herrschenden. Aber die Hypnose, die ist da irgendwie übrig geblieben, und sie hat es dann auch, weil sie wahrscheinlich positive Effekte hatte, auch so ein paar Anhänger, die dann noch so im Untergrund, so ein bisschen unbeobachtet, fernab das praktizieren konnten. Und das hat halt sowohl den Josef Breuer als auch den Herrn Sigmund Freud sehr interessiert, weil ja auch sie hatten halt Sachen, wo sie nicht weitergekommen sind, wie in dieser Historie. Und dann hat sich Josef Breuer gedacht, na dann wenden wir doch mal die Hypnose auf hysterische Menschen an und gucken, was dabei rauskommt. Weil Hypnose, das ist kein Wachzustand. Und das ist auch kein Schlafzustand. Das ist irgendwie so ein Wachschlaf. Das ist irgendwas in der Mitte. Und da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel. Das hat Sigmund Freud später in einem Werk über die Psychoanalyse, Studien zur Psychoanalyse oder so, heißt das, hat das auch geschildert. Und da das historisch eins der Werke war, die zu der Psychoanalyse geführt haben, möchte ich das, genau wie das der Professor Senf geschildert hat, euch auch gerne mal erzählen. Und zwar geht es dabei um eine Frau, die hatte ganz starke Probleme, und zwar mit dem Trinken. Die hatte schon fast Verdurstungserscheinungen, die hat immer total Ekel gekriegt, wenn sie versucht hat, irgendwas zu trinken. So, ist nicht an sie rangekommen. Und kein Arzt wusste, können wir der Frau helfen? Die braucht bloß was trinken, dann geht es ihr besser. Aber sie trinkt nicht, und dann kriegt sie das ein und kann sie es nicht bei sich behalten. Und wir sind mit unserem Latein am Ende. Was können wir machen? Und naja, dann hat Josef Breuer und der Sigmund Freud, sie haben sie dann unter Hypnose gesetzt und haben dann versucht herauszufinden, was könnte dem zugrunde liegen, dass sie jetzt nichts trinken möchte. Und Josef Breuer war insofern genial, als dass er mitbekommen hat, dass in dieser Hypnose die Frau hat dann so Sachen gemacht. Und da hat er ganz komische Laute von sich gegeben. Und der Josef Breuer, der hat dann einfach mal angefangen, so eine Art Tennisspiel mit ihr zu machen. Also er hat dann genauso wie sie so
hat geguckt, wie sie darauf reagiert. Und das Fantastische an der Sache war, sie hat diese Wortfetzen hat sie aufgenommen und hat sie ein bisschen wieder vervollständigt und zurückgegeben. Und in der nächsten Sitzung gab es dann schon mehr. Und dann kam immer wieder was dazu. Das ist ein Prozess, der ging über Monate. Ich glaube, es hat sogar Jahre gedauert, bis dann aus diesen Wortfetzen richtige Worte wurden. Und diese Tür, Wasser. Und es ging dann immer so weiter. Da hat der Josef Breuer ihr wieder dieses wiederholt. Und dann haben sich Wortgruppen gebildet und dann richtige Sätze. Und dann irgendwann war sie dann halt Tür, Wasser. Und hat sich total geekelt und hat den Ekel, konnte sie dann rauslassen aus sich. Und hat sich dann richtig erleichtert gefühlt. Und dann hat sie sich auf einmal, ist das in ihr so richtig, richtig so aufgeploppt und so, dass sie da so eine traumatisierende Situation hatte. Ganz früher, noch in ihrer Kindheit, da hat sie als Bedienstete bei einer hochgestellten Dame, also ganz piekfein, und so, da wurde ihr, die Knigge wurde ihr halt noch richtig eingebläut, also auch mit Gewalt und so, dass sie immer ordentlich, immer anständig, immer piekfein, immer nobel und sowas sich beherrschen und verhalten muss. Und gleichzeitig hat die Frau einen totalen Ekel gehabt vor Hunden. Und also, wo das herkommt, das ist eine andere Schicht. Die auch noch bearbeitet werden musste oder hätte müssen. Und also die hatte diesen Ekel vor den Hunden. Und dann ist sie mit wahrscheinlich irgendwie ins Zimmer gekommen, an der Tür hat sie geklopft, hat die aufgemacht und hat gesehen, wie dieser Hund aus dem Wasserglas ihrer Herrin oder ihres Herrn ihrer Dame, das ist ja ein schöner Wortball, getrunken hat und hat sich total geekelt davor, dass der Hund aus diesem Wasserglas, also es war wirklich, Ekel wollte raus. Aber sie musste sich ja beherrschen. Sie musste ja Contenance, Noblesse, Oblige und so musste sie sich ja verhalten und konnte deswegen dem Ekel keinen Ausdruck verleihen und musste dann da lächeln und musste sich beherrschen, nicht Bäuerchen zu machen, sagt man ja auf Berlinerisch, Contenance, alles fein. Und diese Blockade, die sich des Fließens der eigenen Energie, also es ist nicht immer Liebe, es sind auch andere Emotionen, die wir blockieren, diese Blockade, die ist halt drin und sie konnte auch danach anscheinend, hatte sie wahrscheinlich niemanden, mit dem sie darüber reden konnte. Und das war halt in ihr drin und sie hatte halt jetzt diese Ekel-Assoziation, die sie von dem Hund hatte, diese Assoziation hatte sie jetzt auch auf das Wasserglas. Und mit der Zeit hatten sich neue Assoziationen, also das ging dann so tröpfchenweise, nach Monaten oder Jahren, haben sich dann Assoziationen von dem Wasserglas auf allgemeine Getränke. Es liegt ja nahe, dass man auch ein Wasserglas oder was zu Wasser mit anderen Getränken assoziiert. Und irgendwie dann so nach Jahrzehnten hatte sie dann den rein diesen Ekel oder hatte sie dann das Trinken an sich, Trinken und Getränke und alles assoziiert und hat halt irgendwo auch die Verknüpfung über den Ekel auf den Prozess des Trinkens, des lebensspendenden Trinkens projiziert, dass sie den Ekel verspürt hatte, egal was sie trinken wollte. Und deswegen konnte sie nicht, sie
hat körperliche Probleme gekriegt deswegen und konnte halt wirklich nicht trinken. Und dadurch, dass sie wieder zurückgekommen ist in sich selbst und rausgefunden hat und dass sie diesen Ekel in dieser Hypnosesitzung freien Lauf lassen konnte, dadurch hat sie sich befreit, hat sie diese energetische Aufladung, diese Assoziationsketten, hat sie damit entladen und war dann geheilt und konnte danach wieder trinken, normal. Und da haben Sigmund Freud und Josef Breuer vor allem, haben sich gedacht, wow, also da war ja irgendwas, hat sich jetzt befreit und sie hatte da eine Verbindung, die völlig rational nicht nachvollziehbar war, geschaffen. Und das heißt, ihre Psyche ist einer anderen Logik, der Psychologik gefolgt und nicht der rationellen Logik. Also wir kennen ja, eins ist gleich eins oder eins ist ungleich eins. Aber bei der Psychologik ist es halt anders. Da haben von eins manche Teile was zu tun mit eins und manche Teile nicht. Und manche werden verknüpft durch eine Situation, durch eine Schocksituation, durch eine Gewaltsituation, durch eine positiven, durch eine wunderbare Erfahrung wurde irgendetwas scheinbar Unbedeutendes mit irgendetwas Wunderschönem verbunden, dass ich mir über irgendeinen Trigger immer wieder diese wunderschöne Erfahrung auch holen kann. Also das ist auch positiv. Und das heißt, Josef Breuer und Sigmund Freud, also der beansprucht es ja dann für sich, dass er herausgefunden hat, wie die Psychologik funktioniert. Halt anhand dieser Assoziationsketten, die keiner rationellen Logik folgen, sondern dieser speziellen Logik der Psyche. Und das Ganze war ja auch schon längst vergessen von der Frau. Und es war diese Situation mit dem. Aber es war noch in ihr drin. Und es hat auch ge gezeigt, okay, diese ganze. Es ist in uns drin. Es ist nicht irgendwo um uns herum in einer Matrix, auf die wir vielleicht zugreifen können, sondern das ist alles in uns drin gespeichert. Und wir können darüber einen Zugang finden, über diese Hypnose. Genial! Und der Josef Breuer, der hat es dann immer weiter professionalisiert. Der ist dann super Hypnosetherapeut gewesen und hat dann halt das Unbewusste, das ist eigentlich der Josef Breuer, der Entdecker. Aber dieses Buch, Studien zur Hysterie, hat er zusammen mit dem Sigmund Freud verfasst. Und der war halt glücklich, hat gesagt, oh, kann sehr, sehr vielen Menschen, denen bisher nicht geholfen werden konnte, helfen mit meiner Hypnosetherapie. Und das Problem ist halt, nur ungefähr 30%, also einer von drei Menschen, zugänglich für die Hypnose. Zwei von drei Menschen, da kommt man nicht so hin. Und Sigmund Freud, der für sich beansprucht, die Psychologik, also die Logik der Psyche, entschlüsselt zu haben über diese Assoziationsketten, er hat jetzt gesagt, na gut, Hypnose, alles schick, aber was ist jetzt mit den Leuten, den ich immer noch nicht helfen kann? Der Josef Breuer, der hat schon ein riesiges Potenzial an Menschen jetzt erschlossen, denen er helfen kann. Aber was ist mit den zwei Dritteln der Menschen? Und die müssen doch auch ein Unbewusstes haben. Und die müssen doch auch diese Assoziationsketten in sich haben. Und wenn wir jetzt nicht über die Hypnose die Tür zum Unbewussten öffnen können, dann können wir das vielleicht anders machen. Und Sigmund Freud hat ja dann die berühmte psychoanalytische Couch und Situation entwickelt, wo er dann gesagt hat, ja, liebster Patient, leg dich mal hier bitte hin, entspann dich mal komplett, wir sind jetzt komplett raus aus dem Alltag, vergiss alle Sorgen, Probleme, Nöte, die du hast und erzähl mir jetzt mal bitte, was geht denn in deinem Kopf so vor? Und du kannst mir auch wirklich alles erzählen, also die hatten ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis aufgebaut
er zu seinen Patienten. Es war halt ganz klar, nichts gerät an die Öffentlichkeit, weil das waren ja auch hochrangige Personen zum Teil. Und ich werde deiner Frau nicht sagen, was du mir erzählst und umgekehrt. Also sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis. Und er hat sie dann gebeten, nachdem sie in dieser entspannten Situation sich eingerichtet hatten, dass sie ihm alles sagen, was ihn, egal wie krank, wie schizophren, wie wirr, wie bösartig und auch wie lustvoll ihm da manche Sachen vorkommen. Er ist nur Protokollant der ganzen Sache. Und durch dieses Vertrauensverhältnis haben die Menschen sich dann halt auch geöffnet und haben dann so Sachen erzählt, die ihnen im Kopf, die hatten halt oft auch keinen Zusammenhang. Und Sigmund Freud hat einfach aufgeschrieben, aufgeschrieben, aufgeschrieben. Und dann gab es manchmal Lücken bei dem, was sie erzählt haben. So, wieso geht es da nicht weiter? Auch aufgeschrieben, Lücke. Und ja, in der nächsten Sitzung ging es dann wieder. Mach's dir bequem. Erzähl mir bitte, was geht in deinem Kopf vor? Und dann hat er aber auch schon einzelne Begriffe von dem, was er das letzte Mal aufgeschrieben hat, so genannt. So ähnlich wie bei diesem, was wir in der Hypnose hatten, dieses Tür hat er dann jetzt auch gemacht und hat dann so hingeworfen halt Tür. Und dann, ah, dann konnte der halt ein bisschen was erzählen. Hund. Jetzt sind wir mal wieder an unser Beispiel davor bei Hypnose denken. Und dadurch hatte der Sigmund Freud etwas Einfaches, aber Geniales geschaffen. Und zwar hat er das freie Assoziieren quasi ins Leben gerufen. Die Menschen, seine Patienten, die konnten dann wie bei einem Puzzle, dadurch, dass sie, und auch wie in der Hypnose, dass sie einzelne Teile hatten, konnten sie diese Puzzleteile also jedes Mal ein bisschen ergänzen. Da sind wieder aus einzelnen Begriffen, aus einzelnen Worten, sind wieder Satzgruppen, Sätze geworden, Erzählungen geworden, sodass sich quasi das Puzzle immer weiter zusammengefügt hat. Und ein schönes Bild hat auch der Professor Bernd Senf dort geprägt, und zwar über die Vase oder das Glas. Am Anfang ist es heil. Und wenn es runterfällt, dann zerbricht es in mehrere Teile und ist zersplittert. Und wenn man jetzt die einzelnen Splitter wieder zusammenfügt, dann nimmt der Grad der Zersplitterung ab. Und es ist schon der Heilungsprozess. Und genauso ist es auch mit der Psyche. Sobald wir es schaffen, einzelne Puzzleteile zusammenzufügen, sind wir schon auf dem Prozess der Heilung. Und ja, bis wir halt wieder komplett und ganz und heil werden. Und viele, die schon mal gepuzzelt haben, die kennen das so am Anfang. Dann nimmt man sich vielleicht so eine Ecke, dann sieht man, ah, da ist ein Baum. Dann nimmt man sich eine andere Ecke oder unten was, ah, guck mal, da ist ein Hund. Dann macht man oben, oh, guck mal, ein Vogel. Und dann gibt es ein bestimmtes Teil, was man hat, und zack, schon kann man eine Ecke oben mit der anderen Ecke oben zusammenfügen, und dann fügt sich vielleicht durch ein anderes Teil, fügt sich vielleicht das ganze Bild auf einmal zusammen. Und genau ist es in dieser freien Assoziierung. Durch dieses Wechselspiel konnten die Menschen, seine Patienten, ihr eigenes inneres Puzzle zusammensetzen und hatten dann, wenn es auf einmal zu diesem kritischen Teil kam, heftigste Gefühlsausbrüche. Sei es jetzt wieder Wut, Angst, Trauer, dass sie angefangen haben zu heulen oder was auch immer. Freude. Freude ist im seltensten Fall natürlich. Und dadurch, dass es dann einmal sich auslösen konnte, entladen konnte, die Energie, waren die Assoziationsketten
plötzlich entladen und es kam nicht mehr zu diesen neurotischen Störungen oder diesen vielleicht auch schon psychotischen Störungen, wenn jetzt sogar so Angst dann noch mit dazu gekommen ist, die die Patienten dann hatten und konnten die dann so lösen. Und so hat der Sigmund Freud es genial geschafft, den Menschen, die nicht über Hypnose einen Zugang zu ihrem Unbewussten finden, einen weiteren Schlüssel in die Hand zu geben über das freie Assoziieren, über die Psychoanalyse, quasi auf der, in der Couch-Situation. Das freie Assoziieren ist das genannt. Und ja, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Entdeckung, die auch wieder vielen Menschen geholfen hat. Und ein anderes Hauptwerk, weil er hat ja noch andere Zugänge gesucht, von Sigmund Freud, genau im Jahr 1900, ist das Werk Traumdeutung. Und Traum ist auch ähnlich der Hypnose. Da ist man, okay, man ist in einem Schlafzustand, nicht in einem Wachzustand, aber man kann ja auch tagträumen. Also man ist da so zwischen den Welten. Man ist dann irgendwie, man ist auf jeden Fall nicht im Bewusstsein. Man ist in einem anderen Zustand, der jetzt unbewusst ist. Möchte ich den jetzt einfach mal nur so nennen. Und ja, da möchte ich euch auch alle einladen, dass wir zusammen jetzt auch professionell unsere Träume mal analysieren. Und ja, man hat es ähnlich wie in der Hypnose und in der freien Assoziierung. Man hat kleine Fetzen. Ich bitte euch, dass wir uns morgens, wenn wir aufstehen, sofort aufschreiben, an was von unserem Traum können wir uns erinnern. Einfach aufschreiben. Aufschreiben, zusammenhanglos, da ist eine Lücke, aufschreiben. Und dann werden wir sehen, wenn wir dann so ein bisschen nachdenken, also wie ist denn die Lücke, was könnte da sein? In der nächsten Nacht sehen wir vielleicht schon ein bisschen mehr, ist da irgendwas verschwommen? Und dann können wir sehen, und dann schreiben wir das wieder sofort auf. Und dann sehen wir, dann können wir ein bisschen überlegen. Und wenn wir dann so eine Idee haben, in der Lücke, da könnte das Puzzleteil hinpassen. Wenn wir uns das so ausmalen, dann werden wir das schon in der nächsten Nacht sehen. Dann werden wir auf einmal das klar sehen, dass da wieder dann auf einmal Bilder sind, dann hat sich das Puzzle aufgelöst. Und dann haben wir richtig gelegen. Wenn wir falsch gelegen haben mit unserer Interpretation, dann wird da weiterhin eine Lücke sein oder irgendwas Verschwommenes, was wir nicht sehen. Auf jeden Fall ist es eine Abenteuerreise in uns selbst. Und viele von euch, denke ich, bin ich mir ziemlich sicher, haben das schon mal gemacht. Oder haben auf jeden Fall sich schon mal vorgenommen, das mal irgendwann zu machen. Und jetzt ist halt der Moment, wir können ja mal auch gucken, in welcher Form, also das ist halt für jeden, es geht ja sowieso um die Selbstheilung, das ist eine ganz private Sache. Aber wenn ihr meint, dass es vielleicht sinnvoll ist, das mit mir zu teilen, oder dass wir vielleicht auch eine Gruppe machen, in der wir da unsere Träume teilen und uns gegenseitig auch helfen, die zu verstehen, was da vielleicht mit gemeint ist und so weiterzukommen. Jeder weiß wahrscheinlich, wie er mich kontaktieren kann über Telefonnummer oder ähnliches oder beim Kanal, da kann man ja auch irgendwie hinschreiben oder zur Not lasst da einen Kommentar, wo ich auch immer sehr erfreut bin. Dann würde ich euch kontaktieren und dann gucken wir mal, ob wir da nicht auch einen Schlüssel in der Hand bekommen haben, wie wir zu uns selbst ein bisschen näher finden. Und das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, weil wenn wir später in die ganzen Meditationen einsteigen werden, dann werden wir merken, dass mit den Meditationen ist ja auch wieder ein Zustand, der ist weder bewusst noch unbewusst, noch wach, noch Schlaf, sondern irgendwas dazwischen, wo wir aber auch wieder Zugang zu unserem Unbewussten haben. Und sobald wir da wirklich das regelmäßig machen, täglich,
werden wir dann auch nicht mehr träumen, weil wir dann schon Sachen während der Meditation auflösen. Und ja, deswegen ist jetzt eine super Chance. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf euch selbst und habt da Lust mitzumachen. Und wenn wir unsere Träume dann analysieren und wenn wir merken, dass wir da einen Schlüssel haben in unser Unbewusstes, und da werden wir auch sehen, dass uns zugute kommt, dass in unseren Träumen wir nicht in der Realität sind, sondern in anderen Welten. Und in diesen anderen Welten, da sind die Regeln und Zwänge halt nicht so wie in der Wirklichkeit. Und deswegen brauchen wir auch weniger Energie abzweigen, um uns selbst zu beherrschen. Und das heißt, unser eigentlicher Trieb, der kommt da einfacher durch und macht uns Dinge begreiflich. Und ja, es wird super. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und der Sigmund Freud, der hat natürlich auch noch ganz andere Zugänge zur Psyche gefunden. Wir kennen ja alle, der hat ja auch noch die Freudschen Fehlleistungen herausgefunden. Zum Beispiel, wenn sich jemand verspricht, da ist zum Beispiel mir, ist es ja passiert, in diesem Zusatz zu dem Video, also das, was ich rausgeschnitten habe aus meiner Einladung an euch und Anregung, da habe ich auch einmal erzählt, dass ich diesen Unfall hatte und dass ich danach nicht mehr laufen konnte. Das war aber nicht richtig, sondern da haben sich zwei Sachen in mir leider falsch verknüpft. Und zwar wollte ich entweder sagen, ich konnte nach diesem Unfall nicht mehr wandern, oder ich konnte nach diesem Unfall nicht mehr richtig laufen. Und deswegen will ich gleich diesen Moment zur Richtigstellung nutzen. Bei Konrad, mein Bruder, der mit in Frankreich bei diesem Drachenfliegekurs war, der hat mir auch gesagt, Anton, das, was du da machst, ist alles super, aber warum hast du denn da an dieser Stelle so übertrieben? Und ja, das wollte ich nicht. Ich wollte halt schon zu Weihnachten die Sachen fertig haben. Und dann, um es wenigstens zu Neujahr zu veröffentlichen, habe ich halt nicht mehr geschafft, das zu korrigieren, was ich eigentlich hätte machen müssen, weil ich hatte es auch zwischenzeitlich vergessen. Und was halt geschehen war, um das jetzt nochmal an dieser Stelle richtig zu stellen, ist, dass ich nach diesem Absturz, also wir waren wirklich 50 Meter hoch, aber ich bin nicht von 50 Meter runtergeknallt, sondern man fliegt ja und man bremst so ein bisschen, aber nein, ich bin halt wirklich in den Boden reingerammt und konnte danach nicht mehr richtig laufen, wie ich das auch richtig sagen. Und das, ich bin halt mein Leben lang mal gerne gewandert und auch mit Tagestouren und riesen Rucksack und so einen Sachen allen. Und konnte ich dann nicht mehr. Dann mussten auf einmal die Frauen mussten meine Rucksäcke tragen, weil bei mir, sobald ich mehr als 20 Minuten gelaufen bin, ist mein linker Knöchel ist zu einer Kartoffel angeschwollen. Und ja, das ging halt gar nicht. Also das war eine riesen Beeinträchtigung von mir. Auch wenn ich dann irgendwo wieder arbeiten musste, die nächsten Tage oder sowas, wenn ich mal kurz ein bisschen wandern war, wollte irgendwann joggen, war ich auch mal, konnte ich alles nicht mehr. Und das war halt der Knöchel und der Schmerz, der ist dann halt immer, der ist dann mal in der Wade hochgewandert, dann war er am Oberschenkel, dann war er hier hinten, zack, und dann ist er wieder zurückgewandert. Und das war schrecklich. Das war 4 Jahre, die ich dann wirklich sehr, sehr extreme Beeinschränkungen hatte, bis ich mich dann geheilt habe über die Meditation, worauf wir auch später kommen, weil Meditation ist ja auch wieder, ist wie im Traum, ist nicht Wachbewusstsein, ist aber auch nicht Unbewusstsein, sondern wir sind in der Zwischenwelt und können von der Zwischenwelt ziehen. Wir können das Unbewusste ins Bewusste ziehen und genau das machen wir, wenn wir die Träume analysieren. Wir ziehen die unbewussten Sachen, dadurch, dass wir sie morgens aufschreiben, in unser Bewusstsein und füllen uns dann die Lücken. Und ja, wir waren jetzt schon bei den Freudschen Versprechern. Kennt jeder, wo er irgendwas mal gesagt hat, was ihn dann entweder große Lacher ausgelöst hat oder ihn in die Bredouille gebracht hat. Ist alles, sollten wir sowieso immer mit Humor und locker Leichtigkeit nehmen. Wir sind alle Menschen, wir sind nicht perfekt, wir können uns irren. Aber wir können unserer perfekten Gesundheit zustreben. Und deswegen sind wir hier. Und der Sigmund Freud hat dann auch noch herausgefunden, vergessen von Namen. Warum vergesse ich immer wieder den Namen von genau dieser Person? Und da können wir über Psychoanalyse, über Traumanalyse, über Meditation, können wir oft herausfinden, woran liegt das, dass wir genau diese Namen, welche Assoziation schaffen, die von mir selbst induzierte Verdrängung genau diesen Namens.
Können wir rausfinden. Genau mit Gegenständen. Wenn wir die verbummeln, verlegen, denn Welt können wir, dann hat es oft, also ich sage, will gar nicht sagen immer und absolut, aber Sigmund Freud hat herausgefunden, dass dies auch über Assoziationsketten zurückverfolgbar ist, dass wir irgendeine Sache mit genau diesen Gegenständen, die wir immer verlieren, assoziieren. Und wenn wir das auflösen, schon werden wir die Sachen nicht mehr verlieren. Und ja, deswegen ist das, denke ich mir, auch eine lohnende Sache, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Obwohl, wer verliert denn schon noch Sachen? Als nächstes hat er auch noch als weiteren Zugang den Witz gefunden, weil der Witz ist auch was, der folgt keiner rationellen Logik. Wenn da jetzt irgendwas rationell logisch ist, dann ist das für uns nicht lustig oder löst bei den wenigsten, Entschuldigung, liebe Mathematiker und Physiker, da löst es keine Gelächter aus. Und deswegen folgt das auch einer anderen Logik. Und beim Witz ist es genauso. Da wird am Anfang wird ein Spannungsfeld aufgebaut, ein Spannungsfeld wie bei unserem Staudamm. Wird immer weiter aufgefüllt, wird immer weiter aufgefüllt. Und dann kommt eine kleinste Bemerkung und die hat dann wahrscheinlich eine doppelte oder dreifache Bedeutung, die in der normalen Bedeutung total unverfänglich ist. Aber in dieser doppelten, dreifachen Bedeutung ist sie ja total lustig und wir lachen los und wir können nicht. Und deswegen, wie wir denn loslachen, das hängt ja auch mit uns selbst zusammen. Wenn du den gleichen Witz einem Arzt, einem Anwalt und einem Lehrer erzählst, dann können die nicht, da lachen die nicht genauso, weil die haben andere Assoziationsketten. Jeder Mensch und berufsbedingt haben halt viele ähnliche Assoziationsketten und Ort, wo sie aufgewachsen sind, haben so auch manche Assoziationsketten, die Menschen, die sich decken, die Zeit, wann wir selber unsere Kindheit hatten, haben wir ähnliche, auch sich überschneidende Assoziationsketten mit anderen Menschen, die zu der ähnlichen Zeit aufgewachsen sind. Und daran erkennt man auch, wie sind wir gestrickt, was sind unsere Schranken, mit denen wir uns nicht verbauen wollten, weswegen wir so geworden sind. Und genau deswegen ist auch in Diktaturen entstehen die besten politischen Witze. Das hat mein Opa immer gesagt, weil ich hatte ja auch, der andere Opa war bei der Stasi, Offizier gewesen. Und dem habe ich dann wohl mal erzählt, was bedeutet DDR? Drei Dumme regieren. Und da hat sich mein Opa, der nicht bei der Stasi war, aber herrlich amüsiert, ja, dass er mir als Kind oder so eine lustigen Witze einpflanzen konnte. Und das, ja, wir sehen auch in Gesellschaften, wo ganz viele sexuelle Beschränkungen, Einschränkungen, Regeln sind, da kommen dann oft denn diese Witze, die dann irgendwie was zum Lachen ausbringen, was dann irgendwie ein sexuelles Tabu anspricht. Also, ihr seid auch alle eingeladen, macht die Kommentarleiste voll von Witzen und um, ja, um mir zu zeigen, dass ihr gewusst habt, worum es geht, verstanden habt, worum es geht, in diesem wir wollen uns selbst nähern und auch auf eine schöne Art. Und wir werden jetzt keine Angst, wir werden. Was ihr für Witze da reinschreibt, werden wir nicht psychoanalytisch begutachten. Ihr selbst könnt es mal machen. Über welche Sachen lacht ihr denn am häufigsten? Und was kommt denn da? Und wo kommt denn das her? Und Assoziationskette, Assoziationskette. Es ist alles ziemlich, ziemlich ähnlich. Und dadurch, dass wir denn herausgefunden haben, aber der Sieg, Entschuldigung, wir. Sigmund Freud, der ist halt in seiner Psychoanalyse, ist er immer tiefer in die Schichten reingedrungen, in das menschliche Ich. Also zum Beispiel bei der Frau mit dem Wasserglas, was wir in der Hypnose hatten, hat er halt die Assoziationskette entladen, dass sie keine Panik mehr hatte zu trinken. Das war jetzt wie wenn wir die oberste Erdschicht abtragen.
Denn, aber sie hat ja immer noch, sie hat ja diese Panik vor dem Hund. Warum hatte sie denn so eine Ekelpanik vor dem Hund? Wäre jetzt vielleicht die nächste Schicht, die man hätte abtragen können. Und dann kommt man wieder auf was. Und dann zack, 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 wie bei der Erde, kommt man irgendwann zu dem Kern, nachdem man die harte Schale entfernt hat, zu unserem Kern, der aus dieser Libido denn besteht oder unsere Lebensenergie oder wie wir sie auch immer nennen wollen, Ki. Bei zahlreichen Therapien, die Freud jetzt an Menschen, an seinen Patienten vorgenommen hat, kommt er immer tiefer in der Psyche eindringen, also bis zu einem gewissen Grad. Und der ist auf die Wurzel der Probleme der Menschen gekommen, von seinem Verständnis her. Und er sagt jetzt, es gibt immer eine sexuelle Erregung, also bis dahin ist er vorgedrungen. Und dann gibt es eine gesellschaftliche Norm, die das nicht zulässt. Auch oft mit Gewalt wird es nicht zugelassen. Und um dieser Gewalt zu entgehen oder halt um Lob zu bekommen von der Autorität, von der man gewürdigt werden möchte, kommt die Verdrängung, das Prinzip der Verdrängung mit dem Selbstschutz und mit der Selbstbeherrschung. Und die Verdrängung, in dem Moment, wo das etwas Wichtiges ist, entsteht eine assoziative Verknüpfung. Und die assoziative Verknüpfung, die führt im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, kann zu Neurosen führen. Und jetzt würde man sich ja natürlich fragen, okay, jetzt wissen wir ungefähr, wie das passiert und vielleicht auch so, es passiert im Menschen, wo? Und war das denn schon immer so in der Geschichte der Menschheit? Und kann man das irgendwie ändern? Kann man die Gesellschaft vielleicht irgendwie umgestalten, dass das Potenzial zur Neurose minimiert wird? Allerdings, wie ich ja auch schon angedeutet habe, die Gesellschaft hat diese Erkenntnis von Freud, also die war empört. Sie hat gesagt, wir sind wir Opfer von Vergewaltigung, noch misshandeln wir unsere Kinder und was fällt dir überhaupt ein? Und wie denkst du überhaupt oder wo denkst du hin, Herr Freud? Und ja, deswegen, er ist dann auch ein Opfer seiner Zeit. Das war gerade noch die Zeit des Ersten Weltkriegs und da auch geprägt von sehr viel Gewalt, was auch wirklich die Frage aufwirft, kann es nicht wirklich doch sein, dass der Mensch von Grunde auf schlecht ist? Meine Erkenntnis, die gezeigt hat, dass er von Beginn an gut ist und danach durch Verdrängung seine Energien in andere Kanäle leitet, ist vielleicht doch noch nicht ganz richtig. Vielleicht benutzt er doch nicht die Libido. Vielleicht ist er zu der Libido, gibt es zu dem Gut auch immer ein Böse. Deswegen hat er zuerst die Theorie des Trujo aufgestellt, des Selbstzerstörungstriebs. Und ein anderer Grund dafür, neben dem Ersten Weltkrieg und dem Widerstand in der Gesellschaft, war auch, dass immer mehr seiner Patienten in dem Hin- und Herspiel mit der freien Assoziierung waren da Lücken. Dann waren die Lücken auch noch beim nächsten Mal und beim nächsten Mal. Die sind dann irgendwie nicht mehr weitergekommen. Da war irgendwie der Zugang zur Psyche war dann auf einmal versperrt bei manchen Patienten, bei vielen Patienten auch von ihm. Und hat gesagt, okay, manche, die haben jetzt den Schlüssel in der Hand, um sich zu heilen und die wollen es nicht. Vielleicht ist da ja wirklich so ein innerer Selbstzerstörungstrieb. Und ja, irgendwann, auch durch diesen gesellschaftlichen Druck, hat er halt resigniert. Er hat dann gesagt, okay, meine Erkenntnis, wie der Mensch funktioniert, da habe ich mich geirrt. Ich werde das revidieren. Und es gibt diesen bösen Gegenspieler, den Selbstzerstörungstrieb. Und die Konsequenz daraus ist, der Mensch ist halt von Natur auf schlecht und er möchte zerstören. Und deswegen müssen wir den Menschen klein halten. Und wir müssen ihn hemmen in der Ausübung seiner Triebe, weil seine Triebe sind nicht auf Liebe basierend, sondern auf Zerstörung und Hass und Gewalt. Und ja, dafür hat er dann auf einmal Beifall von der Gesellschaft bekommen.
Das fanden alle sehr schlüssig und das hat auch sehr gut ins Konzept gepasst der damaligen Zeit, dass man halt die Menschen damals dann halt so züchten wollte, dass die halt folgsam sind und durch Zucht und dragonische Erziehungsmaßnahmen, also die waren schon damals so Beziehungsbücher aus dem frühen 20. Jahrhundert. Also da wurde schon klar geschrieben, sobald ein Kind irgendwie aufmuckt, muss man den mit aller Härte auch wirklich dazu bringen, dass er gehorcht und das macht, was ihm gesagt wird. Erst in der Familie, später in der Schule und später im Berufsleben. Immer, immer hören, was von oben gesagt wird. Und sobald man Autorität bekommt, auch das weitergeben, was wir ja hatten. Dieses Fahrradfahren, diese Mentalität, die ist in unserer Gesellschaft drin. Und auch das Aufstauen unserer Energie und dann die plötzliche Entladung, die ist da drin. Und wie gesagt, er hat da sehr viel Beifall bekommen und viele seiner Psychotherapeuten-Kollegen sind da mitgegangen. Aber nicht alle. Und die anderen haben gesagt, nein, die Erkenntnisse, die wir vorher hatten, die haben wir an so vielen Menschen studiert. Wir haben die Verdrängung entdeckt. Oder Sie, Herr Freud, haben die Verdrängung entdeckt. Und wir als Ihre Schüler wollen jetzt diesen Weg weitergehen und nicht diese These des Destruyo weiterverfolgen, weil die ist nicht schlüssig in sich und die fühlt sich falsch an. Und unsere Erfahrungen mit den Patienten, die sprechen dagegen, die sprechen für die erste These, die nicht gesellschaftlich anerkannt wurde. Weil es ist ja auch ganz klar, der Freud, der hatte eine revolutionäre Entdeckung mit der Entdeckung der Verdrängung und er hat die denn abgeändert in etwas, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Er hat quasi seine eigene Entdeckung verdrängt. Der Verdrängung hat einen Schleier vorgehangen. Und Sigmund Freud, der ist ja auch später an Krebs hier in der unteren Gesichtshälfte, Rachen ging, erkrankt. Also der war ja nicht nur Autor zahlreicher Bücher. Der hat ja auch etliche Vorträge gehalten. Und ja, und seine Schüler nahmen, also jetzt möchte ich den nächsten herausgreifen, den wir näher behandeln wollen, den Wilhelm Reich. Der hat ja später noch eine andere Theorie zur Entstehung von Krebs aufgestellt. Den greife ich nur ganz kurz vor. Und zwar hat er gesagt, dass die Verdrängung, die führen nicht nur zu diesen assoziativen Ketten im Bewusstsein, sondern die äußern sich auch im Körperlichen. Und diese körperlichen Äußerungen sind zuerst Verhärtung, Erstarrung und also sind halt eine Blockierung des Flusses der Energie, wie ganz später herausgefunden wurde. Und diese Verhärtung, die führen dann zu diesen Primärtumoren. Und je nachdem, wenn man zum Beispiel jetzt was sagt oder was nicht sagen darf, was man möchte und es runterhält, dann bildet sich über die Jahre dann vielleicht hier im Gesicht der Tumor nach dieser Theorie, die, wie gesagt, die ist heute von der herrschenden Meinung noch nicht anerkannt. Aber viele Energieheiler, die sind sich schon sicher, dass da alles auch eine psychische Erklärung hat, was dann später physische Auswirkungen hat und umgekehrt auch. Das ist ein Wechselspiel. Und der Wilhelm Reich, der hat jetzt gesehen, der Josef Breuer, der hat mit der Hypnose, konnte der einen Teil der Menschen super behandeln und war da erfolgreich und ist aber dann bei manchen Menschen nicht mehr weitergekommen. Herr Sigmund Freud hat jetzt einen Teil von den der Josef Breuer mit der Hypnose nicht mehr helfen konnte, konnte denen durch die freie Assoziation weiterhelfen. Aber ist auch bei einem ziemlich großen Teil auch wieder auf Widerstände gestoßen und konnte dort nicht mehr weitermachen. Und der Wilhelm Reich hat jetzt gesagt, okay, wie finden wir jetzt den Schlüssel zur Psyche
bei diesen Personen, denen weder durch die Hypnose noch durch das freie Assoziieren weiter geholfen werden konnte. Und er hat, also er war einer der Streberschüler von Sigmund Freud gewesen. Er hat auch gleich sehr viel Verantwortung bekommen von ihm. Also er ist 1897 geboren, das war das Jahr, als Sigmund Freud und Josef Breuer die Studien zur Hysterie veröffentlicht haben. Und ist dann Ende oder Anfang der 20er ist er dann zu Sigmund Freud in die Schule gekommen und hat sich auch ganz schnell, also er war studierter Mediziner und hat sich ganz schnell auch als einer der hellsten Leuchten am Lehrstuhl herausgestellt. Und er durfte dann tatsächlich schon in frühen Jahren das technisch-therapeutische Seminar leiten. Und dort sind alle Psychotherapeuten, haben dort ihre Erfahrungen mit ihren Patienten geschildert, ihre Erfolgsrezepte und das, wo es nicht mehr weiterging. Und ihm ist dabei aufgefallen, dass die Patienten, sobald sie zu diesen Assoziationsketten, wo die auf einmal gerissen waren, die Ketten, wo die Lücken waren, wo sie nicht mehr weitergekommen sind, da haben sie dann so eine starre Position eingenommen. Die haben dann auf einmal so gegrinst oder so. Oder so. Haben dann so komische Haltung angenommen. Und er hat es dann erstmal den Patienten kommuniziert, gespiegelt. So, weißt du eigentlich, dass immer, wenn du in diese Position kommst, wo du nicht mehr weiter weißt, auf einmal machst du mal so? Oder machst du? Und dann hat er das gespiegelt. Und das ist ja, was wir Menschen uns aufsetzen, wenn wir irgendetwas verdrängen und sowas, um das zu verschleiern, ist das ja so eine Art Maske. Und dadurch, dass er die Menschen gespiegelt hat, hat er sie auch gleichzeitig demaskiert. Und dadurch, dass wenn die Maske auf einmal enttarnt wurde, dann hat sie eigentlich schon ihre Funktion verloren. Und dadurch, dass den Menschen bewusst wurde, dass auf einmal eine komische Haltung angenommen haben, kam bei manchen schon so, sind wütend geworden oder zornig oder geekelt, wie die Frau mit dem Hund, und konnten dann auf einmal ihre Aufladung konnten sie rauslassen und wurden schon, also zum Teil, so geheilt. Und bei anderen Menschen, die diese Haltung eingenommen haben, also zum einen, der hat sich auch in die hineinversetzt und hat selber die Position eingenommen, um rauszufinden, wie fühlt sich ein Mensch, der sich in die Position bringt. Und das ist auch eine der ersten NLP-Übungen, wenn er sich mit neurolistischem, linguistischem Programmieren befasst. Also wenn ihr irgendwann mal ein Rendezvous habt und ihr merkt, dass euer Partner immer genau eure Körperhaltung einnimmt, dann ist es, der möchte euch halt auch spiegeln und der möchte, wie wir gesagt haben, mit euch auf eine Wellenlänge kommen. Die gleiche Frequenz. Und deswegen, wenn wir jetzt Antennen sind, dann versucht er halt seine Antenne oder sie versucht ihre Antenne genauso einzustellen, weil sie weiß, so sind wir uns sympathischer, so kann die Energie schon eher fließen. Wir haben ja eine ähnliche Wellenlänge. Und dadurch, dass der Wilhelm Reich die Position eingenommen hat, konnte er sich auch besser in seine Patienten einfühlen. Also er war sowieso ein sehr, sehr sensibler Mensch, der sich wunderbar in seine Patienten einfühlen konnte und hat dadurch ein bisschen mitfühlen können. Ach, wie fühle ich mich denn jetzt in der Situation? Und wenn die dann wirklich so starr dann irgendwie so da gesessen haben und das Gesicht zur Faust, wie ich hier, wenn ich in die Sonne gucke, ist er dann hingekommen, hat massiert, hat so die Stellen, wo die Verhärtung, war ja auch, manche, die setzen sich ja dann so hin über Kreuz und hat dann die Verhärtungen aufgelöst. Und viele haben jetzt vielleicht das schon bemerkt. Das machen wir in unseren Praxisstunden. Wenn wir die jahrtausendealten fernöstlichen Praxisübungen machen, dann machen wir eine Auflockerung von oben bis unten und lösen quasi damit unsere körperlichen Blockaden und auch unsere Krampfhaltung und unsere,
unsere krummen Gedanken. Im Endeffekt geht es ja dahin, dass das dann, wenn es noch nicht eine beginnende Neurose ist, sondern nur assoziative Verknüpfungen, dann können wir die schon auflockern. Das ist halt wie mit einem Freund reden oder mit der Frau oder mit den Kindern reden. Bloß halt schon auf einer tieferen Basis. Weil wie der Wilhelm Reich dann rausbekommen hat, ist die Blockierung, die sind aus Zeiten, das nannte er dann so perinatale Phase, also die sind schon in den Zeiten, bevor derjenige Mensch sprechen konnte. Und das war wahrscheinlich auch die Erklärung, warum auf einmal die Lücke war in der freien Assoziierung und die Menschen nicht mehr sprechen konnten über diese Lücken, ist, weil zu dem Zeitpunkt war noch gar kein Sprachzentrum ausgebildet. Und manche Patienten sind dann wirklich bis kurz nach oder bei ihrer eigenen Zeugung hatten sie schon Blockaden bekommen oder wurden danach vielleicht versucht abgetrieben zu werden, weil die Eltern sie nicht wollten. Oder die Mutter ist gestürzt während der Schwangerschaft. Und solche Sachen, die dann im späteren Erwachsensein erst sich äußern, was total aus dem Bewusstsein raus ist, aber im Unbewussten noch drin. Und da, mit diesen Entdeckungen, die Wilhelm Reich gemacht hat, möchte ich das nächste Mal einsteigen. Und ich verspreche euch, es ist ein wunderbares, schönes Thema mit ganz viel Potenzial für uns selbst, für unsere Mitmenschen, für unsere Gesellschaft. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch heute das Leben des Sigmund Freud ein bisschen vorstellen und sein Schaffen und seine Entdeckung und dann auf einmal die Abkehr, die Verdrängung der Entdeckung, der Verdrängung. Und ja, die Geschichte wird immer spannender und ich hoffe, ihr seid mit Freude dabei. Postet mir eure Witze und schreibt eure Träume bitte auf. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, damit zu beginnen. Vielen lieben Dank. Auf ein baldiges Wiedersehen. Euer Anton. Tschüssi.